Guten Morgen. So, wir haben 6:30 durch. Ich bin jetzt mit der Kleinen schon mal im Wohnzimmer. Milena und der Papa, die schlafen noch. Und deswegen machen wir es uns hier gemütlich und spielen jetzt gleich eine Runde. Die kleine Maus ist fit. Gelli, bist du fit? Du bist fit. Sie muss eigentlich noch mehr trinken. Sie hat wieder mal gar nicht so viel getrunken. 90 Milliliter haben wir auch drin von 150. Das ist ja nicht viel. Jetzt über die Zeit, in der sie krank war und jetzt immer noch, hat die Maus richtig oft getrunken. Also bestimmt bis zu 4 Flaschen nachts. Aber eben, ich mache nachts immer 150 Milliliter und da bleibt dann meistens halt die Hälfte übrig. Aber das kann man halt vorher nicht wissen. Wenn sie die leer trinken würde, dann würden wir uns wahrscheinlich eine sparen, aber so halt nicht. Gell? Mal schauen, wann das wieder besser wird. Ja, jetzt schaue ich mal, ob sie das noch trinkt, weil es wäre schon nicht schlecht. Hey, wir machen mal richtig essen. Achso, zum Thema Flasche und Stillen. Ich wurde jetzt im letzten Video ganz oft, oder jetzt die letzten beiden Videos, ganz oft gefragt, ob ich überhaupt noch stille. Ich weiß nicht warum, weil in einem der letzten Vlogs habe ich es gesagt, dass ich nur noch morgens und abends stille. Aber vielleicht konnte man es mir im ganz letzten irgendwie ablesen, ich weiß es nicht. Aber die Maus hat sich von heute auf morgen quasi von alleine abgestillt. Sie wollte einfach meine Brust nicht mehr. Und dann hatte sich das erledigt. Ich habe es dann immer noch versucht so. Aber da war sie total unruhig und zappelig. Und dann hat sie auch früher oder später angefangen zu weinen. Dann habe ich gemerkt, okay, das war es dann wohl. Aber ich habe das auch schon vorher gemerkt. Seitdem es nur noch morgens und abends war, habe ich mir jedes Mal gesagt, musst du genießen, es könnte das letzte Mal sein. Aber es war für uns beide so völlig in Ordnung. Gell, das war in Ordnung. Uiuiui. Uiuiui. Oh ja. Ja, was hat sie? Sie meint jetzt. Oh, Mamas Gesicht. Ich habe die Maus tolle 3 Monate gestillt, so gut es ging, so viel meine Brust hergegeben hat. Voll gestillt kann man nicht sagen, weil mit 8 Wochen, glaube ich, sowas um den Dreh, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, da haben wir angefangen mit zufüttern, weil die Milch nicht gereicht hat. Und eben daher habe ich eigentlich schon gedacht, okay, uiuiui, uiuiui. Uiuiui. Da dachte ich eigentlich schon, okay, so lange wird es nicht mehr gehen. Aber jetzt ging es halt doch noch ein paar Wochen. Also mit 4 Monaten jetzt war es dann quasi vorbei. Das ist okay. Da hat sie ja dann auch... Da hat sie ja jetzt auch angefangen mit 3. Abends erstmal eine Portion. Die sie übrigens schon super gut ist. Also sie kriegt keine ganze Portion, sondern eine halbe, aber die ist auch weg. Also erstmal am Anfang nur so 1-2 Löffelchen. Aber das ging relativ schnell. Nach 3-4 Tagen hat sie schon die Schüssel gegessen. Das ist der Wahnsinn. Eben und so mit der Beikost hätte ich dann eh, denke ich, auch für mich selber angefangen abzustillen. Weil ich bin einfach, also ich wäre nie eine Langzeitstillerin geworden. Ich habe ja auch nach 8 Wochen wieder angefangen zu arbeiten. Von dem her war das da schon abzusehen. Ja, aber es war für uns, so wie es war, eigentlich echt perfekt. Das kann ich schon sagen. Die Maus hat dann letztendlich auch von alleine bestimmt. Und das war gut so. Ich hätte ja ehrlich gesagt, dass ich, weil es eben so viel länger war als bei Milena. Bei Milena habe ich 5 Wochen gestillt. Das war kein wirkliches Stillen. Das war eher nur Abpumpen auf Drang und Zwang. Da werde ich euch auf jeden Fall jetzt demnächst noch meine Stillerfahrungen abdrehen. Wo war ich denn jetzt? Jetzt bin ich durcheinander gekommen. Wie bin ich denn jetzt auf Milena gekommen? Das ist so viel länger war als bei Milena. Genau, das hätte ich ja sowieso nicht gedacht. Und deswegen, die Kleine zieht mich hier aus. Deswegen sind wir da happy. Punkt. Mehr gibt's nicht zu sagen. Ja.
Ihr könnt mir, wenn ihr wollt, gerne mal in die Kommentare schreiben, wie lange ihr gestillt habt. Ich denke, entweder ist es so ein Ding, man macht es kurz, man macht es gar nicht, oder man macht es wirklich lange. Also das ist so das, was ich so mitgekriegt habe. So ein Zwischending, weiß ich gar nicht. Habe ich bis jetzt nicht so oft gehört, aber schreibt mir das gerne, wenn ihr möchtet. Also, ja, was ist los? Haben wir jetzt doch noch drauf? Ja. Was ist denn jetzt hier los? Wir sind jetzt wieder am Husten. Das war doch eigentlich besser. Tja, Mama, magst du noch was trinken? Schau mal, wie Mama das kann. Mit einer Hand in der Kamera. Wahnsinn, oder? Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, worauf ihr euch gefreut habt nach dem Stillen. Also bei den meisten ist es ja das Glas Wein. Ich trinke ja keinen Alkohol, deswegen ist es das nicht. Oder Sushi oder sowas. Das ist es auch nicht bei mir. Oder darf man Sushi während der Stillzeit? Ich weiß es nicht. War das nur in der Schwangerschaft? Keine Ahnung. Bei mir ist es auf jeden Fall der BH. Ich habe mich die ganze Zeit gefreut, wieder normale BHs anziehen zu können. Totaler Quatsch, gell, irgendwie. Aber das war wirklich so. Da habe ich mich echt drauf gefreut. Da reibt sich jemand die Augen. Ja? Bist du etwa müde? Sag bloß. Sag bloß, du bist müde. Hm? Wenn man nachts über Party macht, dann ist man am nächsten Tag müde. Ich versteh's. Nicht, weil ich Party mache, aber ich muss die Party mitmachen. Und jetzt? Vorhin wollte ich dich nochmal hinlegen, da wolltest du nicht mehr im Bettchen sein. Hm? Und jetzt sind wir wieder müde. Oh, ich glaube, da kommt die Milena. Da kommt jetzt gleich die Milena. Ja, 7 Uhr, das ist ihre Zeit. Okay. Ah, ist noch nicht mal 7, ist sogar noch früher. Guten Morgen. Ich sehe dich ganz schlecht ohne meine Brille. Komm her. Na, hast du gut geschlafen? Bist du nicht mehr müde? Spielst du mit meinen Fingern? Ja. Was? Was guckst du, Mama? Gut. Lass mich in Ruhe. Hey, lass mich. Oh, sie zwickt. Tut's weh? Nein. Okay, gut. Aber es kann manchmal wehtun, gell? Die hat schon Kraft, die kleine Maus. Diese Hand hier, die hat schon Kraft. Und diese auch. Diese auch. Ja, da hat die Mamas Armband. Oh, Kilia. Schaut mal, was sie macht. Mach das nochmal. Ja, ja, ja. Seht ihr das? Sie geht richtig hoch. Oh, ja, Wahnsinn. Oh, Wahnsinn. Wahnsinn. Letztens lag sie hier noch so ein bisschen höher und sie hat sich echt hingesetzt. Ich habe das gerade gefilmt, weil ich schon gemerkt habe, dass sie so macht. Ja, nein, nicht runtergefallen. Sie ist umgefallen. Runtergefallen, da denkt man gerade was anderes. Aber dann ist sie so noch zur Seite rüber. Boing. Das war so süß. So süß. Ich glaube, wir überspringen das Umdrehen, also das Rollen. Und wir fangen direkt an mit dem Sitzen. Wo ist Papa? Tja, Papa ist eine Schlafmütze. Papa ist noch im Bett. Der muss jetzt. Hey, ziehst du hier an meiner Kamera? Findest du das Kabel hier so spannend? Ist kein Kabel. Wie heißt das? Schnur, Band, Band. Noch früher Morgen. Oh, das ist doch ein bisschen dunkel. Ein bisschen. Naja, jetzt wird es langsam. Als wir aufgestanden sind, war es wirklich noch dunkel. Ich mache jetzt mal die Waschmaschine an.
Mama macht die Waschmaschine an. Du holst ja, hol mir Max Mimmelmann. Sollen wir spielen eine Runde? Danach macht Mama. Oder ich mache erst die Waschmaschine an und wir spielen dann. Okay? Ich will die neue zwei Spiele. Ja. Wir haben gestern Max Mimmelmann gekauft. Das ist so cool. Das habe ich. Und die Hühner. Ja, und die Hühner, das kann ich gleich mal zeigen. Das habe ich im Kindergarten gespielt, als ich im Kindergarten gearbeitet habe. Ja, hat mich voll daran erinnert. Und dann dachte ich so, ja, das müssen wir kaufen, das ist so cool. Hey, so war das. So, jetzt mache ich mal die Wäsche an. Übrigens, ich musste jetzt bei der letzten Wäsche hier ganz viel aussortieren. Das ist alles 62 und ist schon etwas länger ein bisschen eng. Also 62 ist jetzt offiziell vorbei. Und ich glaube, wir werden die 68 einfach überspringen. Weil letztens hatte sie einen Pulli in 74 an. Der war zwar ein bisschen groß, ja, aber mein Gott. Helena habe ich schon immer größer gekauft. Das geht nämlich so schnell. So schnell. Und jedes Mal muss man den ganzen Kleiderschrank neu auffüllen. Das finde ich jetzt nicht schön, dass du hier wieder anfängst, so dolle zu husten. Ja. So, Milena hat schon aufgebaut. Kleine Maus lächelt. Bei Papa habe ich die Tür jetzt noch zugemacht. Der darf heute mal länger schlafen, hä? Ja? Wenn der Mann nicht arbeiten muss. So. Ist schon fertig? Nee, noch nicht ganz, hä? Ich stelle den Hasen schon mal dahin, wo er hingehört. Da ist der Max Mimmelmann. Das soll man aber gar nicht vorher sehen, wo der ist. Da muss man den verstecken. Ja, aber wenn du jetzt weißt, wo der ist, ist ja doof. Wischel die nochmal durch, damit du nicht weißt, wo der ist. Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eine 1. Ah, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eine 5. Du bist dran. Milena hat den Max Mimmelmann gezogen. Mal schauen, was sie mir jetzt für eine Karte klaut. Mal schauen. Die 1. Oh, die 1? Oh, jetzt hast du gewonnen. Ja, und du brauchst noch nur die 1. Und die 6. Also hat Milena jetzt gewonnen. Sie hat alle. Check. Jetzt, du brauchst noch 2. Ja. Jetzt musst du 2-mal würfeln. Ach, jetzt soll ich mit mir alleine spielen? Ja. Okay. Ich bin noch 2, 3, 4, 5. Ich spiele noch nicht. Ah, die 5 habe ich schon. Ja, da können wir ja jetzt Kikeriki spielen. Genau, dann du hast ja eh gewonnen. Du hast auch gewonnen. Ach, wir haben beide gewonnen? Ja. Oh. Also, wer Max Mimmelmann nicht kennt, das sieht so aus. Ich gucke mal, ob ich da einen Link finde. Max Kann ich euch das in die Infobox? Das ist cool, gell? Ja. Kann ich euch das in die Infobox packen? Und das hier ist das andere. Zeig mal. Und das Kindergarten Kikiriki hat auch Max Mimmelmann. Ja, eben. Das hat man im Kindergarten. Daher habe ich es auch gekannt. Das ist voll cool. Ja, voll. Ab wie vielen Jahren ist denn das? Wir sind beide ab 4. Darf ich? Ja. Oh, der Hahn. So, jetzt kann Mama hier mal das Ei ausprobieren. Nein. Ja! Oh Mann. Ich bin. Nein, ich bin stehen geblieben eigentlich, ne? Nicht so. Komm, wir fangen beide von unten an, okay? Ich bin da und du bist da. Ja. Wir haben wieder beide gewonnen. Obwohl. Also wer war erst da oben? Wir beide. Zwinker, zwinker. Mama hat gewonnen. Was ist hier los, Megatante? Was ist hier los, kleine Megatante? Oh, du magst mich aufessen? Magst du mich? Aua, au. Du bist müde, gell? Aber machst die Augen nicht zu. Zwei,
ganz viele hatten mich auch gefragt, wie die Wimpern gehalten haben. Und da muss ich sagen, ich habe die nach 3 Tagen wieder rausgenommen. Das war aber nicht, weil sie nicht gehalten haben, sondern mir hat die Seite hier einfach nicht so gut gefallen. Und dann dachte ich, okay, machst du sie mal raus und machst sie neu. Ich wollte sie eigentlich neu machen. Aber dann war es zeitlich doch irgendwie ein bisschen eng und dann... Wollte ich... Oh, die Beine sind runtergefallen. Dann wollte ich da nicht anfangen und dann es wieder nicht zu Ende schaffen und so. Und unter Zeitdruck ist es auch nicht... Deswegen habe ich dann die andere Seite auch rausgenommen. Und Leute, die hat wirklich bombenfest gehalten. Also da bin ich mir sicher, die hätte noch einige Tage gehalten. Ja. Und ja, dann habe ich sie erstmal draußen. Was ist denn? Du weißt auch nicht so wirklich, was du gerade machst. Hm? Was ist denn hier los? Ja. Jetzt haben wir schon eine ganze Stunde gespielt. Wahnsinn, oder? Kam mir gar nicht so vor, das ging ruckzucki. Ruckizucki. Aber Mama hat gerade auf die Uhr geguckt, weil sie Hunger hat. Okay. Ich habe auch Hunger. Hatti. Ich habe auch Hunger. Du hast auch Hunger? Ich wollte halt eigentlich heute trainieren mit dem Papa. Vor dem Essen, weil sonst wird das wieder nichts. Aber wenn er nicht aufsteht... Ich habe mich jetzt in Sportklamotten geschmissen. Die Große möchte mit mir mitmachen und die Kleine ist da beschäftigt mit dem Ball. Und ich mache jetzt erstmal eine Runde Rückbildung, 20 Minuten. Und dann gucken wir mal, ob der Papa bis dahin fit ist und danach noch Lust hat, mit mir eine Runde zu trainieren. Sonst mache ich es halt allein. Aber jetzt steht erstmal Training auf dem Programm. So, was wollen wir zuerst machen? Ja, das zeigt uns hier die Frau, was sie macht. Ich sehe nichts. Mit dem Baby. Oh mein Gott. Die Augen schließen. Deine gesamte Durchblutung wird in diesem Augenblick in deinen Beinen angeregt. Beim Einatmen senkst du deine Knie wieder und schwankst leicht. Wiederhole diese Übung. So, nicht erschrecken, wir sitzen im Auto. Für uns geht es jetzt gleich zu einem Umzug. Und zwar fahren wir in die Schweiz zu einem großen Umzug. Und in der Schweiz ist das alles eh ein bisschen cooler. Da geben sie richtig coole Sachen. Und da freuen wir uns jetzt. Meine Schwester kommt auch mit, die holen wir jetzt gleich ab. Und dann fahren wir. Oh.
Typ, den ich nicht kenne, habe ich bekommen. Eine CD? Ja. Cool. Wow. Gib mir Papa. Dann sag danke. Ja, alles vorbei. May hat eine Orange gekriegt und wir haben eine Zwiebel gekriegt. Und ich wollte eine Blume, aber ich habe keine gekriegt. Was wolltest du? Eine Fanta. Schokolade. Eine Schokolade. Schenke ich dir, Jessie, eine Dattelschokolade, glaube ich, oder was ist das? Eine dunkle Schokolade. Ich habe auch noch einen gefunden. Ja, esse ich jetzt auch. Oh, magst du beißen? Ist lecker? Ups. Ups. I love the adrenaline in my way. So, das ist unser Essen. Einmal habe ich Rösti gemacht mit ein bisschen Speck, dann Spiegelei und Hähnchenbrustfilet. Super lecker. Und wie war das Essen? Lecker. Lecker. So, wir sind jetzt noch in der Küche und backen eine Runde. Wir wollen nämlich einen Fasnachtskuchen für morgen backen. Ja, für Kindergarten. Nee, nicht für Kindergarten, für Oma. Ja, wir gehen nämlich morgen auf einen Umzug. Also bei uns ist Rosenmontag der Umzug halt in der Stadt. Bei uns. Ich bin dann eine Katze. Die anderen vorher waren halt so im Umkreis und das ist halt wirklich der in der Stadt. Und da gehen wir immer hin, alle gemeinsam. Und dann gehen wir meistens noch zu Oma. Und da hat der Bäcker dann außen Stände und da gibt es so ganz leckere Sachen. Und da holen wir immer was und machen danach noch Kaffeekuchen. Und dieses Jahr wollte ich einfach irgendwie so einen Fasnachtskuchen backen. Und dann machen wir jetzt einen Zitronenkuchen. Ja, genau. Brauchen wir 3 Eier. Dann brauchen wir noch Zitrone. So, der Kuchen ist jetzt schon im Ofen. Ich habe gar nicht mitgefilmt, Mensch. Hä? Aber die kleine Maus, die hat schon Hunger. Oh, jetzt so ein Riesenhunger hast du schon. Gell? Aha. Milena möchte zurzeit immer füttern, gell? Oh, lecker. Na? Ohne die Fingerle. Ohne. Oh, machst du das bisschen weg? Super. Leer. Guck mal, inzwischen fangen auch hier die Haare an zu wachsen. Und oben auch, richtig süß. Das ist dein Kuchen geworden. So, wir sind jetzt gerade bei den Vorbereitungen, uns fertig zu machen für den Umzug. Und Milena ist heute Katze. Und da haben wir gerade geguckt, wie wir sie schminken können. Sie wünscht sich das hier. Ja, mit kleinen Punkten und kleine Schnüppel und Streichel und dann noch da was dran. Genau. Und das machen wir jetzt. Die Mama wird heute Cowgirl, der Papa ist Cowboy. Möchte gern Cowboy. Und die Kleine wird wieder Katze. Da, machen wir mal jetzt hinne, hä? Genau, hinne. Hinne, mach mal. Die Schwarz muss ich ein bisschen spitzen. Und? Wie hast du sowas gemacht? Ist nicht schön. Ja. Zeig mal, guck mal hier in die Kamera. Wow, toll. Kannst du mir noch ein Foto machen? Ja, klar. Aber meine Kamera. Mit deiner, ja? Hol sie schnell.
So, wir sind jetzt unterwegs. Ich verabschiede mich jetzt aber an der Stelle. Ich glaube, fast noch habt ihr genug gesehen in meinen Videos. Zweimal jetzt insgesamt. Das reicht. Ich genieße jetzt heute den Tag und hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.